In einem Ihrer wichtigsten Werke, Vita Activa oder Vom tätigen Leben, nach meinem Eindruck wichtigsten Werke, kommen Sie zu dem Schluss, Frau Arendt, dass die Neuzeit den Gemeinsinn, also den Sinn für die Erstrangigkeit des Politischen, entthront hat, und Sie bezeichnen als die modernen gesellschaftlichen Phänomene die Entwurzelung und Verlassenheit des Massenmenschen und den Triumph eines Menschentyps, der im bloßen Arbeits- und Konsumvorgang sein Genügen findet. Ich habe dazu zwei Fragen. Zunächst, wie weit ist eine philosophische Erkenntnis solchen Grades auf persönliche Erfahrungen angewiesen, um einen Denkvorgang in Gang zu bringen? Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Denkvorgang gibt. Der ohne persönliche Erfahrung. Das heißt, alles Denken ist Nachdenken. Der Sache Nachdenken. Ich lebe in der modernen Welt. Und selbstverständlich habe ich in der modernen Welt meine Erfahrung. Im Übrigen ist das ja von vielen anderen auch festgestellt worden. Sehen Sie, die Sache mit dem Arbeiten und Konsumieren, die ja in meiner Darstellung nur zwei Seiten desselben Phänomens sind, das heißt dieses Kreislaufs, yeah, in dem das Leben schwingt, yeah, alles Lebendige schwingt. Das ist deshalb wieder so wichtig und wie mir scheint auch unheilvoll, weil wieder darin eine Weltlosigkeit sich kundtut. Es liegt einem nichts mehr daran, wie die Welt aussieht. Welt immer verstanden als Raum, in dem Politik entsteht. Ja, nein, nun noch viel größer gefasst. Als Raum, in dem Dinge öffentlich werden. Als Raum, in dem man wohnt und der anständig aussehen muss. In dem natürlich auch Kunst erscheint. Ja. In dem alles Mögliche erscheint. Sie besinnen sich, Kennedy hat versucht, den Raum des Öffentlichen ganz entscheidend zu erweitern, indem er die Dichter und sonstige Taugenichtse ins Weiße Haus geladen hat. Nicht? Also das alles könnte noch mit in diesen Raum gehören. Im Arbeiten und Konsumieren ist der Mensch wirklich völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Aufs Biologische. Aufs Biologische und auf sich selbst. Und da haben Sie den Zusammenhang mit der Verlassenheit. Im Arbeitsprozess entsteht eine eigentümliche Verlassenheit. Ich kann hier jetzt im Moment nicht darauf eingehen, es würde uns zu weit führen. Und diese Verlassenheit ist dieses auf sich selbst zurückgeworfen werden, indem dann nun das Konsumieren gewissermaßen an die Stelle aller eigentlich relevanten Tätigkeiten, ja, tritt. Des öffentlichen Handelns. Ja.